und hallo, einen fröhlichen Sonntag. Schön, dass ihr dabei seid, wenn es wieder heißt, das Brett zum Sonntag. Ich bin der Sven und wir diskutieren heute mal wieder Dinge, die Brettspiele betreffen, auch vielleicht der Meta-Ebene, der Branchenebene, der wir sind Teil des Hobbys-Ebene. Naja, ihr wisst schon. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr seid gesund. Ich hoffe, ihr hattet eine fantastische Woche. Das Wetter ist ja wirklich echt gut. Gerade bei uns hat es letzte Woche richtig, richtig hart geschüttet und gewittert. Und übrigens, das Brett zum Sonntag. Jetzt wieder fast vergessen. Ha. Schon letzte Woche nicht gezeigt, weil ich mit Thomas da saß. Ha, skandalös. Da ist es, das Brett zum Sonntag. Für euch zeige ich es aber kurz. Da. Hätten wir das. Bei uns hat es richtig gedonnert und geschüttet. Luft hat sich ein bisschen abgekühlt und das Brett fällt gleich hoffentlich nicht runter. Und war mega gut. Oh, das war zwischendurch so heiß hier. Wir sind zerflossen. Und ja, die Zeit rast und Werbung in eigener Sache zu Beginn der Charity-Stream. Wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen, da war der gute Thomas hier zu Gast. Grüße gehen raus. Und am 10.7. ist es soweit. Der Hunter wird auch dabei sein. Das wird auch richtig, richtig cool. Ich habe ein bisschen Angst davor, wie der seinen Wagen vollpackt, weil der auch Sachen aus der BerlinCon Library und so, die nicht mehr gebraucht werden oder die er abtreten kann, da reinpackt. Also das wird, glaube ich, ganz, ganz großartig. Ich habe inzwischen auch noch so einen kleinen Karton von der Spieleoffensive bekommen mit einigen Spielen. Das sind eher so kleinere Spiele. Das sagten die Kollegen auch, dass es eher so Ladenhüter sind. Aber das sind alles in allem auch nochmal 30, 40 Spiele, womit man die Kartons so ein bisschen auffüllen kann. Und da komme ich auch gleich mal so ein bisschen zum Thema. Beziehungsweise nein, bevor wir zum Thema kommen, wir haben heute das Thema Verlage non grata, Verlage, die ich meide, wieso, weshalb, warum oder vielleicht auch gar nicht, darüber reden wir heute. Aber vorher gehe ich nochmal auf die letzte Woche ein. Viele von euch haben so ein paar Kommentare geschrieben, vielen, vielen Dank auch wieder dafür, was ihr euch vom Charity-Stream erwartet oder wünscht. Da wollte ich nochmal ganz kurz zwei, drei Sachen sagen. Wie gesagt, 10.7. geht es los, so ab 15 Uhr ist der Plan und dann so, wir haben gesagt, erstmal bis 23 Uhr, aber wenn es länger geht, geht's halt länger. Einige von euch haben jetzt schon ein paar Mal gefragt, werdet ihr sagen, wann ihr was versteigert? Nein, das ist leider einfach logistisch nicht möglich. Wir machen das ja im Endeffekt wirklich als ganz kleines Hobbyprojekt, um was Gutes zu tun, aber das machen wir im Endeffekt mit vier Leuten, also beziehungsweise eigentlich dreieinhalb. Der Hunter, der wird dabei sein hier vor Ort, aber der reist auch erst den Abend vorher an. Das heißt, der wird mir da nicht groß helfen können beim Inventar aufbauen. Der Thomas wird vorher vorbeikommen, da werden wir schon mal ein paar Kisten versuchen, so zusammenzustellen und zu gucken. Die Cat wird mir dabei helfen, aber damit ihr auch da mal ein Gefühl habt. Ich rechne aktuell damit, so wenn ich sehe, was ich bei mir raushaue, und das muss gar nicht mehr so viel sein, denn auch viele von euch haben mir wirklich, wirklich cooles Zeug zugeschickt. Wir haben ja ein paar Sachen letzte Woche schon gezeigt, auch wie gesagt, der Sascha von Spieletastisch, auch von Verlagsseite kommt eventuell noch was, und ich vermute zum aktuellen Stand, dass wir vermutlich 150 bis 200 Spiele haben, die wir raushauen werden, und das alles so vorab zu katalogisieren, dass wir das schon im Vorfeld zeigen, ist echt den Aufwand, den wir gerade nicht geschissen bekommen. Also es ist ein bisschen, lasst euch überraschen. Es ist für uns teilweise auch ein lastig überraschen, denn ich weiß auch gar nicht, was in einigen Kisten von euch eigentlich alles drin ist. Und wenn wir das halt rausziehen und gucken, wie wir das in Kisten zusammenpacken, dann wird das auch für uns eine Überraschung werden. Wir wollen halt nur jetzt, oder wir werden uns jetzt im Vorfeld halt zusammensetzen und schon mal ein bisschen sortieren, dass wir keine reinen Crap-Kisten haben, sondern wirklich, dass man sagt, okay, hier in der Kiste sind zwei, drei richtig coole Sachen, dann kommen vielleicht noch zwei, drei kleinere Sachen, die vielleicht sonst weniger interessant sind, dass wir aber einen guten Mix haben. Was sein kann, nagelt mich aber nicht darauf fest, dass ich überlege halt entweder auf Facebook unter Brettballett oder auf Instagram, dass ich da kleine Stories mache, wenn wir ein bisschen sortieren und da schon mal ein bisschen zeigen und immer mal ein bisschen posten, was wir gerade raussortieren und was vorkommen kann. Also das werde ich vielleicht machen, um euch dazu ein bisschen Einblick zu geben. Alles andere, da seht ihr jetzt eine große Inventarliste, macht die ich veröffentliche. Sorry. Ich verstehe, was ihr meint, aber wir werden es zeitlich nicht hinkriegen, weil es ein Aufwand ist. Dafür müsst ihr mir einen Praktikanten einstellen. Der Brettballett-Praktikant. Apropos, ich habe was sehr, sehr Witziges bekommen. Das blende ich auch mal ganz kurz ein. Jetzt muss ich noch gucken, dass ich den Namen nicht falsch habe. Ihr wisst ja, ich und Namen, das ist genau der Thomas war's. Der Thomas hat mir was Schönes geschickt zu meinem Wunsch. Ich möchte endlich ein Brettballett Rising haben. Ja, Thomas, vielen, vielen Dank. Ich würde es kaufen.
Auch wenn ich das Gefühl habe, ich sehe ein bisschen aus wie Lord Helmchen auf dem Bild, aber hey, auch Lord Helmchen war ein Lord. Ja, gut. Super Aktion. Vielen Dank, Thomas. Ich musste sehr lachen. Enorm cool. Genau. So viel aber zu dem Charity-Stream. Wie gesagt, bei vielen Sachen weiß ich auch jetzt noch gar nicht, was wird kommen. Was bringt der Hunter eigentlich alles mit? Der Thomas, der wird auch noch mit Sicherheit, sagt er, 20, 30 Sachen reinwerfen. Da weiß ich auch noch gar nicht, was es ist. Er sagte irgendwann, ja, wir müssen jetzt mal einen Termin machen, dass du bitte, weil Thomas hat kein Auto und dass ich halt mal bei ihm vorbeifahre und alles abhole. Da weiß ich aber auch noch nicht, was das sein wird. Aber es ist enorm cooles Zeug, alles in allem dabei. Also es sind wirklich saucoole Sachen. Ihr habt letzte Woche schon einiges gesehen. Es sind noch Sachen dazugekommen. Jemand hat mir einen richtig schönen fetten Karton mit Stefan Feld Sachen geschickt. Es sind viele Sachen dabei, die sind out of print, alles all over, die man gar nicht mehr so einfach kriegt. Ihr könnt euch echt drauf freuen. Und ich habe auch derbe Bock drauf, weil ich sag's nochmal, wir werden ja nicht nur versteigern, sondern wir werden wirklich eben auch den Tag über einfach Talks halten, kleine Spiele spielen und sowas alles. Und das wird ein großes Fest. Da bin ich mir sicher, es wird mega gut werden und ich freue mich über jeden Einzelnen von euch, der dabei ist. So, das als Vorwort. Ja, deshalb, ich gehe jetzt heute auch gar nicht auf einzelne Kommentare ein, weil die letzte Folge jetzt auch nicht so das Thema war, wo es jetzt so viele Kommentare in der Form als Erwähnung nochmal gab, sondern ich habe das jetzt ein bisschen zusammengefasst bei den Sachen und da lasst euch einfach überraschen, was noch kommt. Ansonsten haben wir heute wieder ein Thema, was mir letztens wieder ins Auge gefallen ist. Ich versuche ja immer so ein paar Sachen aufzunehmen, die ich irgendwo mal ja in den digitalen Weiten des Internets auffange. Und da lese ich immer wieder eine herrlich hitzige Diskussion über das Thema Brettspielverlage. Und wo bestelle ich nicht? Bei wem bestelle ich nicht? Oder wo hole ich mir das Spiel lieber auf Englisch? So, und da kam mir so das Thema oder der Gedanke, ja, wie sehe ich das überhaupt? Habe ich Brettspielverlage, die ich meide? Ja, und da muss ich sagen, nein, eigentlich nicht direkt. Es gibt inzwischen ein, zwei Verlage, die ich jetzt namentlich nicht nenne, weil das eine persönliche Sache ist, wo ich lieber auf das Englische zurückgreife. Aber einfach, das liegt daran, dass ich mich da als Blogger ein bisschen veräppelt gefühlt habe. Ihr wisst, ich fordere eigentlich so gut wie keine Rezensionsexemplare an. Und also klar, immer mal wieder, gerade wenn es darum geht, halt mal ein Spiel so früh zu haben, dass man darüber berichten kann, damit man halt nicht ins Hintertreppchen gerät und ihr halt hier frühzeitig informiert werdet. Aber in der Regel ist es so, dass ich eigentlich mir die Sachen lieber selber kaufe, weil ich habe keinen Bock zu betteln, ich habe keinen Bock, dass ich da irgendwie hinrenne und mir sonst was anhören darf. Es gibt ein paar Verlage, und das finde ich tatsächlich sehr, sehr fair, die haben halt uns Bloggern so eine Art Blogger-Account in deren Shop gemacht und da kriegt man 30%. Und das finde ich fair, das ist vollkommen in Ordnung. Da kann man sich dann selber überlegen, will ich nicht. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, wenn man sich die Produktionskosten vieler Spiele anguckt, dann ist es für viele Verlage ein Fliegenschiss zu sagen, weißt du was, ich schicke dir mal eben ein Muster rüber, ich mache dazu nichts. Du kannst dazu was machen, weil sonst machst du dazu nichts. Vollkommen okay. Es gibt ein, zwei Verlage, da muss ich halt inzwischen sagen, da finde ich halt die Kommunikation echt zum Kotzen. Da fragt man halt einfach mal nett was an. Das mache ich gerade bei Spielen, wenn ich vielleicht eher unsicher bin, ob es mir wirklich taugt oder nicht. Ich habe auch schon bei den Verlagen dann auch mal gesagt, wisst ihr was? Ich bin bei dem Ding unsicher, ob es mir taugt oder nicht. Wenn es schlecht ist, dann sage ich das natürlich auch, aber ich bin jetzt keiner, der das Ding dann verkauft oder so, sondern ich sage dann auch recht transparent, wisst ihr was? Ich hau es danach irgendwo in der Verlosung beim Fivelight oder von mir aus auch jetzt für den Charity-Stream raus. Und dann ist halt auch gut. So, aber entweder kommen halt so Versprechen wie, ja, schicke ich dir rüber und dann hörst du einfach nichts mehr und dann wird nicht mehr reagiert. So, oder gibt da so einen Verlag, der meint halt einfach partout, nö, wenn du was über das Spiel machen willst, dann kaufst du doch. Und ich denke mir so, ja, also und auch ohne Rabatt oder sonst was. Und klar, es ist deren Sache, respektiere ich, aber wenn ich mir dann überlege,
Ich mache hier halt nun mal auch ein Stück weit Werbung für das Ganze und so einfach so ein, ja, hier, mach doch mal. Und ich hatte, und dann kam irgendwann auch noch zurück, ja, sag mal, machst du eigentlich was zu dem Spiel? Und ich habe gesagt, ja, du hast das doch. Ich habe doch bei dir auf Instagram gesehen, du hast das. So, ja, ich habe es mir gekauft, stimmt. Ja, dann mach doch was dazu. Ja, setz dich drauf und dreh dich. Also, fand ich dreist. Fand ich mega, mega dreist. Wie gesagt, ich sage jetzt auch nicht, welcher Verlag das ist. Ich will jetzt hier keine schmutzige Wäsche waschen. Aber das sind so Sachen, wo ich mir denke, so, ey Leute, ihr sträubt euch bis auf wenigen auserwählte Bloggern, da was zu geben. Aber wenn ihr irgendwo seht, ich habe das Spiel mir gekauft, dann soll ich doch bitte dazu was machen. Und dann denke ich mir so, wow, okay, die Art der Dreistigkeit, die musst du erstmal haben. Das hat schon wieder fast Respekt verdient, aber ärgert mich enorm. Weil das ist halt einfach, ja, kein fairer Umgang. Gleich ganz ehrlich. Also das sind dann so Sachen, wo ich sage, nee, das meide ich komplett. Weil, wie gesagt, ich bin jetzt der Letzte, der irgendwie sagt, Mensch, hier muss alles und soll und aber ich musste letztens so ein bisschen schmunzeln. Da war es tatsächlich so, dass ich ein Spiel vorgestellt hatte. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, in meinem Brett geschätzt war es. Und genau, was habe ich im Brett geschätzt mal vorgestellt? Seht ihr, Altersdemenz so langsam? Manchmal habe ich echt das Gefühl, so, warte, das war doch was. Brett geschätzt. So, jetzt gucke ich gerade mal. Ärgert mich, dass ich jetzt gerade schon wieder nicht drauf. Ah, es war, ha, genau, das war die blutige Herberge, hatte ich vor. Ha, genau, so jetzt da wieder. So, genau, ohne es gelesen zu haben. Ich habe nur morbide gelesen, genau. Ich hatte ja im letzten Brett geschätzt, hatte ich unter anderem eben auch blutige Herberge, was man leider nicht mehr bekommt oder nicht mehr einfach. Und aber die Akte Whitechapel vorgestellt. Akte Whitechapel, super witziges Spiel. Für mich so das bessere Scotland Yard, auch ein bisschen mehr für Vielspieler, Jack the Ripper-Thema. Und witzigerweise schrieb mich danach irgendwie 2 Tage später der Sascha von Spieletastisch an und schrieb übrigens vielen Dank. Sag ich, hey, vielen Dank. Hab gerade dank deinem Video meine letzten 12 Akte Whitechapel verkauft. Innerhalb der letzten 2 Tage. Okay, fand ich mal cool, so ein Feedback von einem Händler zu bekommen, was man dann sieht, was mit seinem eigenen Video letztendlich halt, was man damit auslöst. Das finde ich ganz cool. Ich finde es aber auch mega, mega cool und kann mich da auch nur bei euch bedanken für das Vertrauen, dass ihr sagt, Mensch, cool, der Sven, dem sein Spielegeschmack, den teile ich, ob ich jetzt Ahnung habe, möchte ich jetzt selber nicht irgendwie behaupten, aber dem sein Spielegeschmack teile ich, das klingt cool, wie er das vorstellt, das organisiere ich mir jetzt nochmal das Spiel. Fand ich sehr, sehr witzig, muss ich sagen. Ansonsten gibt es ja, dass ich sehr häufig von euch höre, es gibt da einen so einen Verlag, der gefühlt auf dem Mars lebt, der auch immer sehr polarisiert und der hat es manchmal ein bisschen schwer, aber hat eine Menge Kraft, das zu stemmen. Über wen rede ich wohl? Und der ist ja auch jemand, der sehr polarisiert, muss man sagen. Ich kann aus meiner Sicht der Dinge nur sagen, ich habe nie Probleme mit dem gehabt. Also ich lese immer wieder Stories und alles. Ich weiß, dass der Gute eine Type ist, aber ich kann persönlich nichts Schlechtes von ihm sagen. Ich habe ein paar Sachen mal gehört, die passiert sind. Auch, dass er halt einfach mal selbstständig irgendwelche Promos oder irgendwelche Add-ons geöffnet hat und um Platz zu sparen, in die Box dazugelegt hat. Und da denke ich mir, ey, Alter, es geht gar nicht. Also, das Ding hätte ich postwendend zurückgeschickt als geöffnet, nicht OVP. Also, sowas ärgert mich. Also, ich finde es vollkommen okay, wenn man dann, wenn man das macht, eine kurze Mail schreibt und sagt, sag mal, ey, wäre das okay für dich? Willst du das Ding eh spielen oder in die Hauptpackung packen? Ist es okay für dich? Eine kurze Mail reicht ja. Dann kann man sagen, ey, weißt du was, komm, hätte ich gar kein Problem, sowas einfach zu machen, selbstständig Add-on zu öffnen, um Platz zu sparen. Geht gar nicht. Auch Kundenkommunikation ist ja auch bei diversen Verlagen nicht mehr so immer das Beste, auch da hört man das sehr häufig. Wie gesagt, auch da kann ich nur sagen, das, was ich mitbekomme oder selber aus meiner Erfahrung gemacht habe, kann ich sagen, gar kein Problem mit. Aber ja, auch da gibt es halt die kein Blogger-Support-Policy, was aber auch, wie gesagt, prinzipiell okay ist. Ich habe aber auch da jetzt nie das Gefühl gehabt, dass gejammert oder gemotzt wird, wenn ich mein Spiel nicht gezeigt habe oder es auch mal schlecht bewertet habe. Die gibt es ja auch, die uns Blogger da direkt anschreiben, wenn man schlecht bewertet. Das passiert bei englischen Verlagen oder englischen Studios übrigens sehr, sehr häufig auf Boardgame Geek. Wenn man ein Spiel dort bewertet, gerade vielleicht noch ein recht junges Spiel, das vielleicht gerade auf Kickstarter oder sowas auch ist, und man hat einen Prototyp oder sowas und gibt da eine Bewertung ab, das ist jetzt kürzlich passiert. Ich hatte einen Prototypen hier, der war
echt nicht gut, muss ich sagen. Also der war noch sehr im Alpha-Stadium. Das ist Coalitions, was gerade auf Kickstarter läuft. Und da haben wir hier den Prototyp gespielt mit meiner Runde und einer meiner Kollegen, der bewertet Spiele eigentlich dann immer direkt auf BoardGameGeek. Wir haben es zweimal gespielt, er war auch beide Male dabei. Ich habe auch beide Mal festgestellt, ja, so in der Form, wie es gerade ist, nicht ganz geil. Und er hat es dann bei BoardGameGeek bewertet. Ist jetzt auch mal die Frage, wie weit man es nach zwei Partien bewerten sollte oder nicht. Ich bewerte bei BoardGameGeek eigentlich so gut wie gar nicht. Habe ich früher gemacht, aber inzwischen eigentlich gar nicht mehr. Und er hat dann auch direkt eine Mail bekommen von dem Autor. Ja, warum hast du es denn so schlecht bewertet und wieso, weshalb, warum? Also es ging dann ruckzuck, finde ich dann auch immer ganz, ganz spannend. Wobei man da jetzt nicht von Blogger oder Influencer reden kann. Aber da merkt man, die Leute sind hinterher und wollen es halt wissen. Und da gibt es auch den einen oder anderen Verlag, wobei auch viele Verlage dann sagen, ist mir Wumpe. Werbung ist Werbung. Und selbst wenn derjenige sagt, das Spiel ist schlecht, vielleicht kitzelt es trotzdem einige Leute, die jetzt sagen, jetzt erst recht. Wichtig finde ich auch bei Verlagen, wann meine ich Verlage, wenn ich jetzt das Gefühl habe, dass die halt vielleicht auch zu dem Deutschen, wenn das Spiel auf Deutsch kommt, Preis im Vergleich zum Englischen, brutal draufschlagen vom Preis her. Auch das gibt es ja bei dem einen oder anderen. Klar, es stecken Übersetzungskosten dahinter. Es hängt natürlich auch immer von der Masse des übersetzbaren Materials ab. Aber auch da muss man sich manchmal die Frage stellen, warum kostet das so brutal viel? Oder warum kriege ich dann so eine schlechte Qualität geliefert? Everdell war ja auch so ein Thema, was viele von euch aufgeregt haben. Hatte ich auch schon mal im anderen Bild zum Sonntag angesprochen. Da wurde jetzt aber zumindest, und da muss ich sagen, Chapeau von Pegasus, wurde dann auch angekündigt, okay, wir liefern jetzt diese fehlenden Decks oder was das war. Keine Ahnung, ich bin ja nicht ganz so im Thema drin. Ich habe den englischen Kickstarter hier. Wir liefern das nach und die Leute bekommen das. Das ist dann zumindest ein fairer Kundenservice, wo ich sage, okay, da kam der Unmut, der berechtigt war, der kam da an. Letztendlich ist es ja so, dass viele, viele Verlage da ein sehr kleines Ein-Zwei-Mann-Unternehmen sind. Auch das darf man manchmal nicht außer Acht lassen, dass die nicht diese große professionelle Manpower haben. Ein anderer Verlag, oder ein Verlagskonstrukt, was sehr häufig kritisiert wird, sind ja auch die Kollegen von der Spieleoffensive mit den etlichen Verlagen. Ich war ja auch vor ich glaube, 2 Monaten oder wann, das war Ende Mai. Es sind keine 2 Monate. Oder was, Ende Mai oder was? Anfang Mai war es. So, war ich auch da, habe den Frank da auch interviewt, habe da auch ein paar kritische Fragen gestellt zu diesem ganzen Verlagskonstrukt, weil sie ja wirklich gefühlt irgendwie für alles einen eigenen Verlag haben und man da gar nicht mehr richtig durchblickt. Und auch die Kollegen polarisieren oft. Ich glaube, das liegt zum einen aus der ganzen Historie heraus. Ich fand vor 5, 6 Jahren fand ich die Spieleoffensive ganz, ganz schrecklich. Und ich habe mich regelmäßig echt geärgert, wenn die ein Fulfillment gemacht haben, weil ich mir gesagt habe, oh, das wird wieder eine Katastrophe. Und da muss ich sagen, da haben die sich enorm gemacht. Ich war ja auch da, ich habe mir das Ganze da vor Ort mal angeguckt und das Logistische dahinter, das ist wirklich echt richtig gut. Also wenn die ein Fulfillment machen, dann klappt das inzwischen. Also die sind mir fast die Liebste, muss ich sagen, wenn das kommt, weil ich ganz genau weiß, okay, es kommt wirklich schnell und zuverlässig. Da habe ich nie Probleme mit gehabt. Jetzt muss ich sagen, wo ich nicht so ganz im Thema bin, ich weiß von vielen von euch, das habe ich gelesen, dass wenn die Sachen auf Deutsch übersetzen über einen der Verlage oder über einen englischen Verlag, dass die Qualität da nicht immer so ganz geil ist. Ich habe gelesen, dass Furnace, das kam jetzt bei einigen an, da habe ich 2, 3 Mal gesehen, dass da so Scheiben fehlten und alles. Oftmals sind die Übersetzungen so semi-gut. Dass das bei Einspruch bitte, da war wieder so ein Desaster, das habe ich auch schon oft gehört. Was ich sehr cool finde, ich glaube seit diesem Jahr, das ist doch also so richtig drin, ist der Sven jetzt damit verantwortlich, jemand, den ich sehr kenne und sehr schätze und der ebenso einen hervorragenden Whisky-Geschmack hat. Und ich habe das Gefühl, der Sven krempelt da gerade echt vieles um und ist da hinterher und ist auf jeden Fall ein netter Typ. Und ich glaube auch, dass der da wirklich hinterher ist, da das Ganze sehr zu pushen. Und also auch da bin ich halt oftmals, und das finde ich sehr positiv und auch das muss man herausstellen, bin ich inzwischen sehr, sehr begeistert, dass die wirklich die Blogger enorm unterstützen. Also ohne Wenn und Aber und ohne irgendwelche Forderungen zu stellen, dass man da, wenn man sagt, von deren Verlagen, hey Mensch, schickst du mir das Spiel mal rüber, ich will es mir mal angucken, dass man da echt einen coolen Support bekommt und
dass die oftmals bei den Übersetzungen, das habe ich jetzt schon zwei, dreimal erlebt, wirklich schneller dabei sind als der Original-Kickstarter. Also Beispiel zum Beispiel jetzt das Einspruch bitte. Auch wenn da jetzt natürlich ein paar Probleme bei der Übersetzung waren mit den Karten, was aber, wenn ich mich richtig erinnere, auch nicht an denen lag, sondern irgendwas an der Druckerei ist da schief gelaufen. Aber das Einspruch bitte, genau, das Einspruch bitte ist, glaube ich, jetzt schon seit über 2,5 Monaten auf Deutsch draußen und der englische Kickstarter, der wurde jetzt erst letzte Woche ausgeliefert. Also, und das war jetzt schon ein paar Mal, auch das Venedig, das Venice, das ist, ich glaube, BlackRock oder wie die heißen, das kam deutlich früher, als dass der Englische kam. Und da muss ich schon sagen, okay, Chapeau, da sieht man, die sind dran, die tun und machen und sind auf jeden Fall super, super bemüht, da das alles zu machen. Also von daher kann ich aus meiner Sicht der Dinge auch hier wiederum nichts Schlechtes sagen, was den Service und die Geschwindigkeit angeht und dass sich da sehr viel ändert. Ja. Wie gesagt, das sind alles subjektive Dinge. Ich weiß, dass einige von euch ganz, ganz andere Erfahrungen gemacht haben. Meine Erfahrung ist dann meistens, wenn es mal schief läuft, ruft an, schreibt eine Mail. Oder, das ist meiner Meinung nach so noch das Beste, schreibt es öffentlich auf Facebook, wenn ihr das Gefühl habt, dass da nichts passiert. Oder auf Twitter oder sowas. Und in dem Moment, wo es öffentlich ist und ein gewisses Publikum bekommt, reagieren die meisten Verlage doch plötzlich ganz, ganz schnell. Denn das ist wiederum eine negative PR, die möchte keiner. Und dann wird einem schnell geholfen. Funktioniert nicht immer, aber garantiert öfters. Also von daher ist eine Empfehlung, habe ich selber schon gemacht, klappt ganz gut. Ich habe im englischen Bereich habe ich tatsächlich zwei, drei Verlage, die sind ein bisschen Verlage non grata. Also Simon, wisst ihr, ist bei mir ganz, ganz speziell. Ach, es nervt mich, dass die auch ein neues Masters of the Universe Spiel bringen. Sind ja nicht die einzigen, es kommt ja noch eins. Es sieht schon fantastisch aus, da fürchte ich, da werde ich mal wieder schwach werden. Aber bei Simon ist es inzwischen so, dass ich da einen Großteil der Spiele meide. Also, weil leider sehr viel Verspätung und es ist schon sehr häufig passiert. Und das ist halt für mich auch so eine Sache, wo ich sage, ey, das ist für mich einfach so ein Grad der Unfairness. Die Spiele sind teilweise schon in den Handel, bevor die Bäcker ihre Spiele bekommen. Das ist jetzt bei Simon schon einige Male passiert und das wirklich, dass da 6, 7, 8 Wochen zwischen lagen. Und ich finde, das ist so für die Leute, die dieses Spiel ermöglicht haben, einfach so ein Tritt in, ja, in die Penisregion. Einen weiteren Verlag, den ich da auch sehr kritisch empfinde, ist auch hier, nennen wir mal einen angedeuteten Namen, ein Verlag der Königin, der A, sehr fragwürdige Reprints mit hässlichen Grafiken macht und Autogrammkarten eines Autors dazu packt, den ich zwar sehr mag, aber dessen Autogrammkarte mich trotzdem so weit interessiert wie Trockenbrot. Und die halt inzwischen, obwohl sie ein alteingesessener Verlag sind, tatsächlich einfach nur noch das Zeug auf Kickstarter rausrotzen. Und das ist so eine Sache, wo ich sage, ey, das supporte ich nicht. Also selbst wenn mich vielleicht mal ein Spiel von denen interessiert, dann denke ich mir aber inzwischen, nee, ganz ehrlich, ihr seid ein alteingesessener Verlag, der auch ein gewisses Vertriebsgeschäft hat, der auch wirklich in allgemeinen Stores wie auch Müller und Co. zugegen ist, woran man wirklich sieht, okay, ihr habt auch ein vernünftiges Sales-Team, aber ihr haut die Spiele nur auf Kickstarter raus. Und dafür ist Kickstarter nicht. Kickstarter, ja, ich weiß, es ist inzwischen ein Marketing-Geschäftstool, aber der Grundgedanke ist, es soll eben für Kleinverlage oder kleine Autoren sein, die was rausbringen wollen und den Support brauchen. Und nicht, wenn ich ein Verlag bin, der seit, ich weiß nicht, 20, 25 Jahren da ist, das halt als Vertriebskanal zu nutzen. Ja, wenn du es mal machst, okay, macht ja der ein oder andere inzwischen, aber das Ganze jetzt nur noch darauf auszulegen, schwierig. Könnte ich jetzt übrigens auch ein bisschen über die Spieleoffensive motzen, weil die ja ihre Spieleschmiede haben. Auf der anderen Seite ist das deren eigenes Produkt, was sie halt auch installiert haben und damit sicher eine Menge rein investiert haben. Also es ist immer so ein Für und Wider, muss man sagen. Und ich stecke wahrscheinlich am Ende des Tages auch nicht tief genug drin, um das jetzt wirklich gänzlich beurteilen zu können. Aber es ist halt einfach meine Meinung dazu jetzt. Und die lasse ich auch gerne revidieren oder mache auch gerne mal ein Interview oder quatsche ich mit den Leuten dazu aus. Aber das ist jetzt hier einfach my piece of cake, wie ich es sehe. Das könnt ihr auch gerne anders sehen. Schreibt es gerne in den Kommentaren, bitte, unbedingt, finde ich ganz, ganz spannend. Und ich glaube, also gerade über Verlage, wo die Spiele jetzt irgendwie
gar nicht gekommen oder Kickstarter oder mit 2 Jahren Verspätung. Das ist eben auch was, wo ich dann gerade in dem Bereich Crowdfunding sage, sorry Leute, da kriegt ihr kein Geld mehr von mir. Das Ding kaufe ich mir dann lieber, wenn es irgendwann im Retail erscheint. Erscheint dann 2, 3, 4 Wochen später oder ein paar früher im Retail. Ja, dann habe ich zwar irgendein blödes Exclusive nicht dabei, ja, aber komm, hier, drauf geschissen. Viele Stretch Goals und Exclusive kann man sich leider oftmals Richtung Poppe schieben oder irgendwo unter die Füße, weil sie unbalanced sind oder schlecht oder einfach so draufgeschmissen worden sind. Immer wieder und leider immer öfters erlebt. Also das nervt dann eben auch. Also auch das. Dass ich jetzt aber wirklich sonst einen Verlag, gerade auch einen deutschen Verlag habe, den ich komplett meide. Wie gesagt, die Königin, die macht mir da manchmal ein paar Probleme und ein anderer Verlag, wie gesagt, den ich jetzt hier nicht namentlich nenne, weil das ist halt eine eher persönliche Blogger-Sache und das ist ja, da möchte man jetzt keine, da bin ich fair, da möchte ich jetzt keine schlechte Publicity machen, da muss man jetzt nicht auch irgendwie schmutzige Wäsche waschen, vielleicht mögen sie mich auch einfach nicht, kann ja auch sein, sagen hier, Mensch, dem Sven, dem seine Nase und das, was drumherum ist, das passt uns nicht, der trägt immer einen dummen Hut, ey, fair enough. Also man muss ja nicht jeden und alles mögen. Das ist es halt so. Fände ich übrigens fair, wenn die Leute dann sagen würden, wir haben keinen Bock mit dir zusammenzuarbeiten. Aber müssen sie ja am Ende auch nicht. Also von daher. Und es ist ja auch nicht so, dass wir hier nichts zum Spielen haben. Nee, das ist alles okay. Wie geht's euch? Habt ihr Verlage, wo ihr sagt, da kaufe ich partout nichts, da kaufe ich mir dann doch wirklich lieber die englische Version, weil ich sage, da habe ich keinen Bock drauf, die irgendwie zu supporten. Und warum? Schlechter Service, schlechte Qualität, ich mag einfach das Logo vom Verlag nicht, was auch immer. Schreibt es da gerne in die Kommentare, das interessiert mich brennend. Das ist ein spannendes Thema, was mit Sicherheit wieder für Diskussionen sorgen kann, welche Verlage bei euch so die Kategorie haben, einmal und nie wieder oder nie wieder und es bleibt bei nie wieder. Finde ich ganz spannend. Schreibt's rein. Lasst uns mal drüber reden. Ansonsten 10.7. Charity Stream und ja, es ist Sonntag. Spielt was Schönes. Geht nach draußen. Wetter ist angenehm, nicht zu drückend, aber warm. Lasst es euch gut gehen. Kat und ich werden heute mal Juicy Fruits ausprobieren. Das kam jetzt letzte Woche von Pegasus an. Neues Spiel von Deep Print Games. Bin ich gespannt. Sieht nett aus. Früchte. Geht auch immer. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Wir sehen, hören, riechen uns. Macht's gut, danke und tschüss.